Ich habe hier eine Geschichte nochmal, die mich auch damals sehr berührt hatte, von einem jungen Ehepaar, das ihr kleines Kind zur Organspende nach einem Autounfall freigegeben hatte. Und ich nenne sie jetzt mal Frau N. hatte geschildert, dass sie also auf der Intensivstation von dem Oberarzt und von der Klinik sehr feinfühlig behandelt worden ist. Also Frau N. hatte aber dann hinterher trotz allem noch Zweifel, wie sie sagte, am tatsächlichen Todeszeitpunkt. Und das Zitat ist, dass ich eigentlich nicht weiß, wann er, also vom Emotionalen her, wann er gestorben ist. Nicht der Todeszeitpunkt, den eben die Ärzte festgestellt haben, sondern wann hätte das Herz aufgehört zu schlagen, wenn man ihn nicht an diese Kreislaufmaschine gehängt hätte, an die Beatmungsmaschine. Vera Kalitzkus hat für ihre Doktorarbeit Angehörige von Organspendern befragt. Etliche hätten ihre Entscheidung für die Organspende später bereut, sagt sie. Eine Mutter, die ihren Sohn zur Organspende freigegeben hat, hat es im Nachhinein so formuliert, dass sie sagt, mir wurde sozusagen die Erfahrung des Todes genommen. Sie sagt, das letzte Bild, das ich von meinem Kind habe, ist das eines atmenden Kindes. Und das macht es sehr viel schwerer, den Abschied, den man einfach nehmen muss, dann auch wirklich zu gehen. Und ich erinnere einen Fall, da ging es auch darum, also Herr N. nenne ich ihn jetzt einmal, der auf der Intensivstation sich mit seiner Frau verabschieden wollte, von seinem Sohn kurz den Raum verlassen hatte. Und wo es dann so war, dass der Kreislauf des Sohnes zu entgleisen drohte. Und dann sind natürlich viele intensivmedizinische Maßnahmen notwendig, sodass man ihm dann verwehrt hat, wieder zurück auf die Intensivstation zu seinem Sohn zu gehen und der ganze Prozess also deutlich schneller ins Laufen kommen musste. Und das ist natürlich etwas, was letztendlich in der Erfahrung einfach nicht mehr gut zu machen ist. Dann die Frage, was geschieht bei der Entnahmeoperation? Was, glaube ich, schwer ist, sich vorher vorzustellen, wie man in so einer Situation tatsächlich damit umgeht, ist die Frage dessen, was dann für Bilder und Fantasien im Kopf abgehen, wenn man weiß, so und jetzt passiert es dort. Und nun sind wir Menschen eben unterschiedlich veranlagt. Manche sind da sehr rational und können damit gut umgehen. Bei anderen ist es so, dass sie merken, dass diese Bilder, was da gerade passiert, sehr, sehr quälend sein können. Es war eine unglaublich bizarre Situation, weil man sieht, dass der Mensch atmet, man hört die Maschinen den Herzschlag anzeigen, die Temperatur ist normal, man kann den Menschen anfassen und denkt, alles, was fehlt, ist, dass jetzt die Augen aufgehen. In dieser Situation sollten sie entscheiden. Helga Biel sei tot, hatten die Ärzte gesagt. Nun standen ihre Söhne und ihr Ehemann vor einer Frage, die Helga Biel zu Lebzeiten nicht beantwortet hatte. Wir hatten das mal kurz gestreift und da haben wir eben gesagt, ja, aber in unserem Alter, was will man mit unseren alten Organen? Das kommt für uns ja nicht in Frage. Soweit hatte ich mich mit dem Thema einfach noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Insofern war die Ansprache des katholischen Pfarrers die einzige Vorbereitung, die ich dazu hatte. Für mich kam das auch vollständig aus dem heiteren Himmel, hat mich zutiefst getroffen, auch dass ich jetzt mit an der Entscheidung beteiligt sein würde. Ja, das war vollkommen überraschend. Für mich kam es überhaupt nicht überraschend. Ich habe schon 2 Tage vor dem Tod meiner Mutter mit meiner Frau über das Thema zu Hause gesprochen. Helga Biel erlitt 2012 einen Schlaganfall. Nach 4 Tagen auf der Intensivstation wurde der Hirntod festgestellt. Meine Mutter hat für mich in meiner Wahrnehmung noch gelebt. Ja, sie war tot. Es war amtlich bestätigt, dass sie tot war. Aber für mich, sie war immer noch warm. Ich konnte sie in den Arm nehmen. Sie hat für mich immer noch gelebt. Und in so einer Situation, sich über Organspende zu unterhalten, das ist vollkommen weit weg, ja, gedanklich weit weg. Aber die Ärzte verlangten eine Entscheidung. Also es ist ja so, dass man sich natürlich dann fragt in der Situation, ist das jetzt wirklich schon endgültig der Tod oder ist nicht doch noch ein Rest Hoffnung da?
Während sie diskutierten, arbeiteten die Maschinen weiter. Wir hatten die Diskussion mit den Ärzten, ob es noch ein toteres Tod gibt als den Hirntod. Wobei uns aber eben bestätigt wurde, dass das eben ein maschinelles am Leben erhalten der Organe ist und der Hirntod eben einfach der Tod ist. Aber diese Akzeptanz war in meinen Augen für mich das Schwierigste bei der Frage, einer Organspende zuzustimmen. Wir wollten als Familie eine einheitliche Meinung zusammenbringen zu dieser Sache, denn schwerwiegende Dinge haben wir immer gemeinsam entschieden. Und da hatte ich doch das große Bedenken, dass wir da zu keiner Einigkeit kommen werden. Es ist auch sofort in den Raum geworfen worden von einem der Söhne. Aber wenn einer nicht der Meinung ist, dass wir das tun sollen, dann sollte man es lassen. Mehrere Stunden diskutierten Vater und Söhne am Krankenhausbett. Helga Biel wurde zur Organspenderin. Ihr Mann und ihre Söhne haben die Entscheidung nicht bereut. Also wichtig war für mich zum einen die in der Tat sehr gute Aufklärung und Betreuung durch beide, den geistigen Seelsorger und auch die Ärzte, die sich sehr viel Zeit genommen haben, uns das Thema einfach zu erläutern und unsere Fragen sämtlich zu beantworten. Also dass für mich eigentlich kein vernünftiger Zweifel mehr daran bestehen konnte, dass eben der Gehirntod da ist. Und damit ist ja die Endgültigkeit dann dieses Zustandes gegeben. Für mich war eine ganz wichtige, wesentliche Frage, gehört mein Körper mir? Habe ich überhaupt ein Recht, in solchen Situationen solche Dinge vorzuenthalten? Oder ist mein Körper mir überlassen für den Zeitraum, den ich auf dieser wunderbaren Welt leben darf? Und das bin mir nicht mehr sicher, ob wir darüber gesprochen haben. Vielleicht wisst ihr das noch, aber das ist irgendwas, was mir das auch erleichtert hat, das zu entscheiden, weil ich sehe das genauso wie du, Wolfgang, oder auch ja, wie ihr beide. Das Führende war einfach dabei das Thema, dass man mit den Organen der lieben Mama dem einen oder anderen Menschen vielleicht noch sein Leben, seine Schmerzen, seine Dinge einfach erleichtern konnte. Ja, kein einfaches Thema. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Und falls es mal Themen gibt, die ihr gerne mal auf diesem Kanal sehen würdet, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Kostenlos abonnieren dürft ihr natürlich auch, damit ihr nichts verpasst. Ansonsten, hier sind noch zwei Videos für euch. Jede Woche kommen neue Videos. Wir sehen uns also bald wieder. Bis dann.